Mit der HSG Bad Wildungen-Weipers kam zwar nur der Tabellenzehnte in die Viadukthalle, doch das Team von Tessa Bremmer bezwang zuletzt den Tabellenführer Thüringer HC und ist wie die SG Ladies ins Olympfinal Four in der Porsche Arena eingezogen. Und in der ersten Hälfte hat das Team, das mit 7 Holländerinnen bestückt ist, darunter auch Miranda Schmidt-Robben, die Cousine von Fußballstar Arjen Robben, gezeigt, was es drauf hat. Bietigheim fand nicht richtig ins Spiel und kam nur selten so schön durch wie hier Mille Hundal nach starkem Anspiel von Angela Mahlestein. Die Vipers setzten immer wieder Nadelstiche und führten zur Pause mit 15:14. Bad Wildungen ist ein unangenehmer Gegner und wir waren bewusst, dass heute das Spiel wirklich schwierig wird. Tatsächlich, wir wussten, dass wir 60 Minuten kämpfen, um das Spiel zu gewinnen und das haben wir heute getan. Die Halbzeitansprache von Martin Albertsen schien zu fruchten. Die SG Ladies kamen hellwach aus der Pause und spielten nun deutlich aggressiver und schneller. Vor allem Fie Woller mit am Ende 8 Toren sorgte dafür, dass der Vorsprung immer größer wurde. Wir haben in der zweiten Hälfte von allem mehr gemacht, mehr gekämpft. Wir haben uns angeschaut und gesagt, jetzt geben wir Vollgas. Ich wusste, dass wir gewinnen werden. Am Ende durfte dann auch noch ein bisschen gezaubert werden. Vor allem die Anspiele der polnischen Nationalspielerin Karolina Kudlacz-Glocz, die sich immer mehr zu einem absoluten Top-Transfer entwickelt, haben Weltklasse. Ja, natürlich trainieren wir das, aber für mich ist das immer wichtig und das Wichtigste, was im Handball ist, um anderen gut anzuspielen, weil das ist Mannschaftssport und nicht nur die Tore zählen, sondern auch die Aktionen. Also ich freue mich immer mehr, besser, wenn ich jemanden schöner zu spielen machen kann als eigene Tore und ich hoffe, alle so denken, deswegen macht das wirklich Spaß. Wir üben das sehr viel und es ist natürlich richtig super, wenn das dann auch im Spiel funktioniert. Durch den Sieg festigt die SG den zweiten Platz hinter dem Thüringer HC. Übrigens der nächste Gegner am Samstag in der Champions League. Auch das nächste Heimspiel hat es in sich. Am Mittwoch, den 7. Februar, kommt es in der Ludwigsburger MHP Arena zum Derby gegen die Tussis aus Metzingen.